Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Oxygen Not Included bei den Luminaten, die hier am Vulkan am Rumbasteln sind. Mal gucken, ob wir das diese Folge fertig bekommen, dass wir hier Dampf erzeugen. Ich weiß es noch nicht. Was ich nicht verstehen kann, ist, warum ist das hier ein unerreichbarer Grabeort? Warum? Die können doch hier hinlaufen. Wir müssen das mal testen. Mendo, komm doch mal kurz hier hin. Lauf da mal hier hoch. Du kannst doch hier graben, oder nicht? Du kannst hier überall hinlaufen. Warum ist es unerreichbar? Was hast du mit dem Magma denn vor? Ich will Dampf erzeugen, Nifo. Ich will daraus Dampf erzeugen. Irgendwie. Weil diese Dampferzeugung nicht funktioniert hat. Die hat 100 Grad heißen Dampf gemacht. Hat das Zeug rausgepumpt. Das ist hier so schnell abgekühlt, dass das kondensiert ist, gefroren ist und dann haben die Leitung Kälteschaden gekriegt und der Dampf hat sich verflüchtigt. Also es ist quasi, es war am Pumpen und hier oben ist nichts angekommen, weil alles hier unterwegs, hier sieht man es noch, hier sind noch die ganzen Eisklumpen, das ist halt, hat nicht geklappt. Hallo Gabel. War halt sehr, sehr kurios. Überlege gerade, ob wir uns hier drinnen ein Vakuum erzeugen, indem wir kurz bis ins Vakuum öffnen. Und dann einfach das Zeug daraus laufen lassen. Weißt du, wie ich meine? Könnte man ja eigentlich machen, ne? Wir haben ja hier keine Verbindung nach unten, also ist ja alles geschlossen jetzt. Und dann kriegen wir den ganzen Scheiß hier raus. Sollte doch machbar sein. Verstehe nicht. Licht hier überall Sohleeis. Was ist denn los mit euch? Ja, wir machen uns das hier schön fertig. Dum, 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 dum. Ansonsten läuft alles. Nahrung ist am Start. Oben haben wir. Wir müssen da nur irgendwie eine Automatisierung machen. Dass der Dampf automatisch erzeugt wird. Ich weiß nur noch nicht genau wie. Vielleicht mit einer. Ja, wir bräuchten ja mindestens mal einen Wasseranschluss hier oben, ne? Also hier Sohle-Eis oder Sohle-Wasser oder verschmutztes Wasser will ich. Warte mal, wir könnten ja eigentlich auch das Wasser einfach nehmen hier, ne? Wir haben ja hier Pumpe, haben wir schon alles am Start. Wir müssen ja nur die Rohrleitung rüberlegen. Machen wir auch. Das machen wir auch. Oh, das ist immer gefährlich, wenn du hier durch so ein Loch springst, wo einer was am Bauen ist. Vito, danke für dein Follow. Herzlich willkommen. Hallöchen. Der Vito the Dog. Ich muss jetzt übrigens immer, wenn ein Follow reinkommt, muss ich über den Sound drüber quatschen. Weil sonst kommt YouTube an und sagt, ey, Urheberrechtsverletzung. Da weißt du Bescheid, was hier abgeht, ey. Das ist schon nicht schlecht. Warum ist ja eigentlich immer noch verschmutzter Sauerstoff drin? Müsste das nicht langsam mal hier vakuumisiert sein? Ich meine, hier ist Vakuum, ne? Es ist ja. Vielleicht liegt da auch irgendwo noch ein Krümel rum, der auspustet. Naja. Hallo YouTube.
Hallo Mifoy. Ach ja. Ich bin wirklich gespannt, ob das hier in irgendeiner Art und Weise funktioniert. Sicher bin ich mir da nicht, aber naja. Verschmutztes Eis, da müssen wir auch noch eine Lagerstätte für machen, ne? Dass die das wegbekommen. So, was gibt's hier? Sand. Okay. So. Lagerbehälter. Wir können ja schon mal ein paar hier bauen. Da kommt dann das verschmutzte Eis rein. Das schmilzt sowieso nie. Wir haben ja schon so lange dieses Eis drinne. Da passiert gar nichts. Gar nichts. Also, so gar nichts, gar nichts. Brauchst du nicht denken, dass das wegschmilzt. So. Wir haben aber wieder Zeit hier, ey. Haben wir noch Obsidian genug? Ja, ne? Rohmaterial. Ja, 19 Tonnen. Obwohl wir hatten 43 oder so, ne? 43 Tonnen. Jetzt haben wir noch 19 Tonnen. Also so viel ist da nicht mehr übrig, wenn wir hier fertig sind. Das ist schon krass. So, wir haben jetzt hier Temperatur. Kein Problem. Das ist gut. Ich hoffe mal, da kommt noch genug Hitze raus. Nicht, dass da so ein bisschen Magma runtertrüppelt, was dann 100 Grad hat. Das ist ja dann witzlos. Ich will hier richtig Power haben. Und wenn wir hier noch Dampfturbinen drüber klemmen, damit wir das Zeug nutzen richtig. So, warte mal. Was wir auch machen können ist, das schon mal wegtransportieren hier. Wofür haben wir denn hier kein Lager? Für verschmutztes Eis. Ach so, ja. Okay. Ein Ding. So. Verflüssigbar. Sohle Eis, verschmutztes Eis. Gut. Gut. So, jetzt kann alles abtransportiert werden. Wann gibt es den nächsten Factory-Stream mit Wesley? Heute Nachmittag. Also eigentlich gleich. Nach Oxygen Not Included gibt es Waft und Direct. Also der Wesley kommt um 13:30 und dann geht's weiter. Funktioniert es mit den Kühlschränken ohne Strom im Kohlendioxid? Funktioniert wunderbar. Also funktioniert ohne Scheiß wunderbar. Ich glaube, wir hatten es letztes Mal schon gesehen. Ich habe mittlerweile noch ein paar Kühlschränke angebaut, weil wir zu viel Nahrung hatten. Das Zeug ist hier drinne, das hat 100% Frische und Veränderung pro Zyklus 0%. Also es funktioniert. Kein Ding. Kohlendioxid ist hier sowieso die ganze Zeit drinne, weil Schwerkraft und so. Und ja. Also der Tipp war wirklich grandios. Spart jede Menge Strom. Wenn du überlegst, jeder Kühlschrank hätte 120 Watt hier. Das sind schon mal 15, das sind schon mal 1200 Watt, die du hier einfach mal so sparst. Ist schon cool. So, wie sieht denn jetzt aus hier, Freunde? Macht das doch mal gerade fertig. So, jetzt sind wir hier im Vakuum. Oder? Ja.
Hier sollte das eigentlich weniger werden hier drin. Hier ist ja sowieso auch Vakuum. Könnte ich das ja eigentlich hier offen stehen lassen, ne? Dann geht es nach hier weg und nach da weg. Passt. Zauberhallöchen. Die Physik in dem Spiel ist mir ja nicht ganz ersichtlich. Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz, aber es funktioniert schon irgendwie. Das verstehe ich auch nicht. Das verstehe ich auch nicht. Oh Gott. Was hier Türmchen gebaut werden, ne? Das ist eine wahre Pracht, ey. Das ist eine wahre Pracht. Und warum hier kein Grabeort, das geht mir nicht in die Brille. Isolierter Ziegel. Muss auf einem freien Platz gebaut werden. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Oh, die ist unerreichbar, weil die das erst wegmachen müssen. Danke. Hä? Vorhin ging das die ganze Zeit nicht. Ich verstehe es nicht. Naja. So, wollt ihr das jetzt mal wegräumen hier? Wollen wir das mal priorisieren? Ach komm. So. Folgende. Da kriegen wir jetzt richtig Temperatur, ne? Eigentlich, wir lassen das jetzt einfach so. Wir machen jetzt hier, pass mal auf, wir machen jetzt Folgendes. Sedimentgestein, Obsidian. Habe ich das jetzt, habe ich aus Obsidian. Okay. Obsidian. Also wir müssen hier definitiv zubekommen. Was hat denn eigentlich so eine Tür an Schmelzpunkt? 1083. Ja. Kann man die auch aus Obsidian machen? Nö. Wobei 1000 Grad bekommen wir hier oben, glaube ich, nicht, oder? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Wollen wir lieber eine Wasserschleuse, hält aber auch nicht so viel Grad. Oder wir müssen das komplett geschlossen bauen. Dann ist das so. Pass auf, dann machen wir das jetzt folgendes. Dann müssen wir das jetzt irgendwie komplett geschlossen bauen hier. So, hier muss irgendwo eine Pumpe drauf. Und dann müssen wir mal schauen, wie das mit den Rohren ist. Also, isoliertes Rohr aus... Eigentlich auch aus Obsidian, ne? Aber wie teuer ist denn das bitte? Warte mal, dann legen wir das hier rein. Und machen hier einen Auslauf hin aus Stahl. Das ist hart. Das ist hart. Okay, und jetzt brauchen wir hier... Was ist denn mit ihm los? Luca, was ist mit dir denn los? Luca ist heute hoch motiviert. Er rastet richtig aus. So, jetzt müssen wir noch hier wischen. Nicht, dass wir hier Scheißwasser drin haben. Das ist alles für den Hintern. So, jetzt brauchen wir Lüftungsleitung. Isolierte Lüftungsleitung aus thermisch reaktiv. Granit. Granit. So, Lüftungsleitung aus Granit. Gehen wir hier mit dran. So. Ich denke, wenn in die Rakete was anderes außer Gas reinkommt, kriegt die ein bisschen Schaden, so wie bei allem anderen auch. Warum kommt denn hier Zeug runter?
Boah, Leute, das ist hier alles echt sehr kurios. Wo sind denn die Bunkertüren? Wir brauchen da definitiv... Hier. Alter. Ich muss mal gucken, bei YouTube oder so, ob es irgendein Setup gibt, was man oben hier drüber bauen kann, was sich selber hält. Irgendwie, keine Ahnung. Mann. So, wo sind denn alle jetzt hier? Die kommen jetzt schon zu Fuß hier hoch. Waldstrom alle, oder? Nö. Wir haben doch Strom. Ist doch Batterie, ist doch hier was drinne. Unzureichende Leistung. Was? Hä? Ach, hier ist ein Kabelbruch. Haben wir keinen zum Reparieren hier? Haben wir kein Kupfer mehr, oder? 70 Tonnen, Freunde. 70 Tonnen! Warte mal, das hier können wir eigentlich abbrechen. Dann kann ich hier... Jetzt müssen wir natürlich hier Gaspumpe auch aus Stahl bauen, ne? Weil... Die muss jetzt was aushalten. Im besten Fall... Atmosensor... Bauen wir mal hier hin. Ne, warte. Atmosensor, Bau abbrechen. Müssen wir auch aus Stahl bauen. So, Leiterkabel müssen wir auch aus Stahl bauen. Und jetzt brauchen wir noch Stromkabel, ne? Leiterkabel auch aus Stahl, Alter. So. Also wenn das jetzt nicht ausreicht, dann weiß ich es aber. So, und jetzt müssen wir das irgendwie so automatisieren. Wie kann ich denn das automatisieren? Oder sollen wir das mit der Hand machen? Wie könnte ich das denn automatisieren, dass der immer nur eine bestimmte Menge Wasser da rein tropfen lässt? Das weiß ich noch nicht. Flüssigkeitsventil. Ja, Automatisierungsnetz, okay, das funktioniert schon mal mit dem Ventil. Aber mit was mache ich das? Gaselementesensor, Flüssigkeitselementesensor, Bildraumscanner, Thermosensor, Hydrosensor, Flüssigkeitsdruck, ja. Atmosphäre, da kann ich eigentlich alles nicht von ausgehen, ne? Ja, pass auf, wir machen das erstmal. Machen erstmal so einen händischen Flüssigkeitsregler hier rein, würde ich sagen. Ich denke, das ist für den Anfang nicht verkehrt. So, jetzt ziehen wir hier erstmal isoliertes Rohr durch. Zerlegen. Oh, hallo. Wer Wesley schreibt. Boah, wehe, der kann jetzt nicht. 5 Minuten ist er da. Ja, passt doch. Oxygen. Dielen. Sehr schön. Sehr schön. Bloddock, hallöchen. Könnt ihr das jetzt mal bauen hier eben, Leute? Komm, bitte, ey. Kann ja wohl nicht zu viel verlangt sein. Oder haben wir gerade keinen Stahl? Hm. 400 Kilo. 400 Kilo Stahl. Irgendwie zu wenig. Es fehlt Kalk.
Hier wird Kalk erzeugt, richtig? Eierschalen tarn. Magic to Life, danke für dein Abo. Vielen lieben Dank. So. Der Magic. So, Fossilien. Warum kommen die hier nicht hin? Hä? Kein Strom. Hä, was ist denn jetzt hier los, Mann? Ja, hier ist ein Kabelbruch drinne. Das verstehe ich. Mach das doch mal fertig. Und hier, warum funktioniert das nicht? Was soll das? Was soll das? Warum funktioniert die eine Stromleitung nicht? Oh, Eisen, 400 Kilo, yay. Wir haben doch... Was brauchen wir denn dafür? Kupfer, veredeltes... Kupfer, wir haben 16 Tonnen Kupfer. Überlastet, ja. Gewiss überlastet, aber... Warum kommt keiner zum Reparieren? Wartet auf Reparaturlieferung. 250 Gramm. 2500 Gramm. Also 2,5 Kilo Kupfer. Ist ja nicht so, als hätten wir das nicht. Wir haben ja genug am Start. Warum baut es keiner? Hallo. Na, jetzt auf 9. Auf Ausrufezeichen. Irgendeiner muss ja jetzt Kupfer holen, Mann. Warum funktioniert die zweite Leitung nicht? Das verstehe ich nicht so ganz. Die hier, okay, das ist die, die von hier oben kommt. Aber der hier, der ist doch heile. Der ist doch nicht kaputt. Oder muss ich den Transformator einmal deaktivieren und wieder aktivieren? Hallo. Hallo Wesley! Na? Ah? Mit wem redest du? Mit dem Livestream und mit der Aufnahme. Ja, hallo! Da sitzt der Wesley. Bin gerade Oxygen am Spielen. Hä? Gerade als ich geguckt habe, stand das Übertragung beendet. Nein. Ist einmal aufgegangen? Nein. Live seit 59 Minuten und 50 Sekunden. So, ich gucke gerade bei dir. Lebe ich noch? Ja. Wesley, du lebst immer bei mir. Ich lebe noch. Du lebst immer. Ja, das, mein Strom funktioniert nicht. Warum? Wohl ausgegangen? Nein, hier Licht voll Saft an. Die Batterien sind geladen. Der Transformator arbeitet auch irgendwas, aber da geht kein Saft raus. Die angeschlossen. Zerlege das defekte Kabel und baue es neu. Ja, muss ich dann wohl machen, ne? Leiterkabel.
das andere, keine Ahnung. Die anderen funktionieren ja hier. Die sind weiß, gelb, das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber hier geht halt 0 Watt durch. Obwohl der komplett Leistung anliegen hat, ne? Hier will keiner arbeiten. Zu faul. Wir haben doch so ein paar Nachtschwärme. Die können euch das gerade mal fertig basteln hier. Oh, da passiert was. So, jetzt haben wir hier die totale Überlastung. Weil eigentlich was zieht denn hier so viel? Gaspumpen 2 Stück und Transitrohreingang. Ah ja gut, der ist böse. Wollen wir den ausschalten? In dem Spiel wird das auch langsam alles sehr groß, ne? Wie es aussieht. Ja, das ist schon einiges hier. Im Moment bin ich dran und versuche hier oben irgendwie Dampf zu erzeugen mit einem Vulkan. Da weiß ich noch nicht, ob wir das irgendwie kriegen. Wo ist der? Hey, das ist ein Vulkan? Ja, der ist noch eingegraben, den muss ich noch ausgraben. Aber sobald ich ihn ausgrabe, wird er aktiv. Weißt du? Jetzt versuche ich hier irgendwie mit Automatisierung was zu machen, dass wir hier automatisch Dampf erzeugen und dann hier die Rakete zu betreiben. Rakete? Aber, ja, ja. Natürlich, was auch sonst. Wie Nebenspiel, ne? Factorio, Rimworld, Oxygen. Ja. So, jetzt geht das mit dem Strom wieder hier bei der Einleitung. Die andere, die funktioniert immer noch nicht. Leiterbrücke zerlegen. Ups, sorry. Nein, nicht. Los, kann das mal einer zerlegen da? Oh, ein Schweine. In jedem guten Spiel. Hey, jetzt war es ja gerade weiß. Starten. Jetzt war es ja gerade weiß. Wird da einfach nichts benötigt momentan? Ach so. Ja gut, ne? Mifoy, danke für deine 100 Bits. So, Freunde, wir machen jetzt Feierabend. Sie ist schon eine halbe Stunde gleich wieder. Gut, dann würde ich sagen, Stromproblem ist erstmal gelöst. Wir müssen sowieso irgendwann Strom komplett neu machen hier. Das funktioniert nicht mehr. Das ist nicht dafür ausgereift. Gut, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut rein und tschüss. Tschüss.